Hallo und willkommen bei RimWorld. Zweite Folge mit Alpha 7. Unsere Basis nimmt langsam Form an. Wir haben schon einige Blueprints gelegt, unter anderem hier eine Solaranlage. Was wir jetzt brauchen, ist mal ein grundsätzlicher Plan. Wir haben hier drei Schlafkammern. Hier hinten werden wir unsere Batteriekammer bauen. Die werden wir brauchen, wenn wir mit Solarstrom hier vorgehen wollen. Wir haben hier ein bisschen Abbaugebiet bereits definiert. Wir haben auch ein Anbaugebiet, was ja sozusagen das Gegenteil ist von dem Abbaugebiet. Ja, was braucht man noch? Bäume sind hier selektiert zum Abholzen. Also Holz haben wir fürs erste Mal genug. Ich werde also wirklich auch auf Holz setzen diesmal. Holz ist ja auch ein natürlicher Baustoff und so. Voll super. Und braucht man nur eine Feuerwehr, eine leistungsstarke. Und ja, was wir zum Beispiel mal machen sollten, ist hier die Prioritäten setzen. Und mal ein bisschen gucken, was ist überhaupt sonst noch so in der Welt. Es gibt hier mehrere Fraktionen, die Hackers Municipality, die Hackergemeinde, Stadt der Outlander, Gegner von The Wild Squids. Okay, die sind uns wenigstens nicht ganz böse gesonnen. Die Goralusa, die hoffentlich im Namen nicht gerecht werden und keine Loser sind, ein Stamm der Ureinwohner. Die Green Meerkatlandur, ein Ureinwohnerstamm, die uns nicht so mögen. Dann die Wild Squids, das sind Piraten, die mögen uns gar nicht, weil sie Piraten sind. Die müssen das so. Und die Knuckle Duster Worms, die sind auch Piraten, auch feindlich. Welt, wir sind da oben. Da können wir halt gucken, was woanders ist. Ich meine, das ist im Moment, glaube ich, noch nicht wirklich sinnvoll. Das kennen wir schon, das auch. Arbeit. Löschen stellen wir mal bei allen auf 1. Oh Mann, wieso hat er eigentlich diesen Bug nicht behoben? Unser lieber Herr Tyner in Silvester, dass solche Klicks hier immer als Doppelklicks gewertet werden. Der Edward kann ja mal auf Verarzten gehen, wenn es mal notwendig ist. Patient? Was heißt Patient nochmal? Ah, dass sie die Leute pflegen oder was? Lass ich jetzt mal so aufsehen. Klammer erregen, besser nicht. Kochen, das brauchen wir jetzt noch nicht, da haben wir noch keine Gefangenen. Kochen, das muss natürlich dann der Dunsmore machen, wenn es soweit ist. Bauen, das ist für den Dunsmore, glaube ich, ganz wichtig. Der hat hier 8 von 20. Der Wilkerson hat nur 4 von 20. Den stellen wir mal auf 2 abbauen. Da ist der super, der Wilkerson. Der mich gerade irgendwie an einen Rasierer erinnert. Anbauen, da ist wieder er hier super. Da machen wir hier vielleicht, sagen wir mal, 1. Machen wir das vielleicht mal auf 2 fürs Erste. Damit auch mal angebaut wird, endlich. Kochen, ja, ist 2, ist okay. Pflanzenschneiden, das lassen wir mal. Kreativ sein, tragen, forschen. Das brauchen wir im Moment noch gar nicht. Okay, machen wir das mal. Und die grundlegende Frage ist natürlich, wie bauen wir unsere Kolonie auf? Ich möchte mehr in Richtung Osten hier expandieren, weil hier unten ein Geysir ist. Leider habe ich da ein bisschen blöd nachgedacht, habe ich hier die Basis einfach gleich am Anfang irgendwo hingeklotzt. Man sieht, ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Und wie ist eigentlich hier jetzt, wo die gelandet sind mit diesen Pseudobetten, mit diesen Schlafplätzen? Die haben sie automatisch gelöscht oder was? Ich sehe sie zumindest nicht mehr. Ja, wie auch immer. Was sind das eigentlich für ein Viech? Das ist ein Wildschwein. Ah ja, das sieht aus wie ein Wildschwein ohne Beine. Insofern ja. Ein Hoverschwein. Es schwebt über den Boden. Und ja, wie wollen wir das jetzt anlegen? Ich würde ja sagen, das hier ist dann wirklich der westlichste Outpost. Und wir machen hier dann die Perimeter Defense, die Außenmauer. Und gehen mehr in diese Richtung. Dann würde ich fast sagen, dass wir den Zentralraum dann doch eher hier sogar eher einrichten. Das wäre dann also, machen wir es einfach mal. Man soll da auch nicht immer so viel nachdenken, glaube ich. Dann machen wir mal hier einen, ja, so einen Gemeinschaftsraum. Der kann ja ruhig auch mal ein bisschen größer sein. So, so, so und so. Dann hat er hier auch noch einen schönen Eingang in der Mitte. Eine Holztür. Dann nehmen wir vielleicht mal eine Autotür, aber auch aus Holz. Ich baue einfach mal alles aus Holz. Warum denn nicht? Und natürlich einen Boden, weil sonst ist es ja so hässlich. Holzboden. Ich habe Baguetteboden gesagt. Und Strom. Ein Kabel natürlich dorthin. Das legen wir einfach hier. Wir können das ja durch ein. Wir können das ja nicht durch den Sumpf legen. Okay. Ich dachte, wir können das durch den Sumpf legen, aber es geht nicht. Na gut, dann machen wir es so.
Und dann ist das auch angeschlossen. Dann brauchen wir da drin vielleicht auch dann einen Tisch. Das können wir unter Möbel machen. Machen wir gleich einen großen Tisch. Holz. Vielleicht einfach so. Ich weiß gar nicht. Können die übereinander laufen? Schon, oder? Dass wir den hier ganz ins Eck stellen können. Aber ist auch blöd. Machen wir es so. Und dann brauchen wir Stühle. Ach so, es gibt ja nur Hocker. Machen wir aus Holz. So. Hocker, 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 Hocker. Hocker, 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 Hocker. Wenn man es oft genug sagt, hört es sich völlig bescheuert an. Und dann brauchen wir eine Kochgelegenheit, die wir... Wo finden wir die? Unter Produktion vermute ich mal. Eine Kochplatte, die machen wir hier hin. Und gleich angrenzend, das können wir jetzt gleich nach oben expandieren, brauchen wir einen Lagerraum, wo die ganzen gekochten Sachen dann auch hinkommen können. Und generell die Lebensmittel. Also, wir gehen auf Strukturen abbrechen. Mache ich hier einen Durchgang dann eben durch. Tür brauchen wir da eigentlich keine. Holzwand mit Kabel. Das machen wir dann. Ups. Holzwand mit Kabel. So. Und das ist dann halt dieser Raum, würde ich sagen. Machen wir es so. Ich mache jetzt mal was. Aha, wir machen da hinten so eine Lagerhalle. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und da unten machen wir einfach so einen zweiten Gebrauchsraum. Da, wo dann die ganzen lauten Sachen drin sind, diese Sägen und so weiter. Und dann können wir da hinten den Lagerraum, den können die sich dann nämlich teilen. Dann machen wir das vielleicht noch ein bisschen größer sogar. Ich hoffe mal, das geht dann, dass das nicht, dass da nicht die Decke einstürzt und uns auf den Kopf fällt. Zwei drauf und dann so. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit sein. Ich glaube, 7 Felder kannst du maximal weg von der Wand oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, machen wir es so. Dann sehen wir, oh Mann. Ja, ja, ich will Holz. Muss mich nicht jedes Mal neu fragen. Und Böden müssen wir natürlich dann trotzdem noch einziehen. Hier und hier und hier. Und da außen machen wir dann eine zweite Tür. Also abbrechen. Holzboden und... Türen sind unter Strukturen. Hier, Holztür. Ja, Holztür, genau. Machen wir eine Holzautotür. Vielleicht können wir dann irgendwann sogar ein Holzauto bauen. Böden, Holzböden. So, und da hinten machen wir dann auch gleich natürlich die passenden Zonen. Was wir auch noch machen können, ist, wenn wir schon dabei sind, hier Gegenstände entfernen. Das ist dann das hier. Die können wir dann ja alle wegtun. Das ist ja hässlich, wenn das Zeugs einfach so rumliegt. Ja. Passt doch eigentlich. Dann ist das, wird das hier unser Hauptgebäude. Und hier sind 3 Schlafräume. Und die 9 Schlafräume will ich dann eher hier bauen. Für spätere Kolonisten. Beziehungsweise, was wir natürlich auch dann machen können, ist, dass wir irgendwann sagen, okay, das sind jetzt keine Schlafräume mehr. Da machen wir dann irgendwelche Produktionsstätten oder Produktionsräume hinein. Okay, lassen wir der Sache mal ihren Lauf, dass das Ganze eben auch geschieht. Ich hoffe nur mal, ressourcentechnisch sieht es jetzt soweit ganz gut aus. Wie sieht es denn aus? Metall? Scheint nicht mehr so viel da zu sein, aber da oben habe ich ja ein paar Dinge freigeschaltet. Ist da eigentlich noch mehr? Na? Da oben ist noch was. Da unten. Okay, Holz müsste dann ja eh auch freigeschaltet sein. Erst müssen sie mal das hier fertig bauen. Hey, das ist wieder mal so eine doofe Sache. Da bauen die zuerst die Batterien und dann erst das Solarding. Das kann man aber irgendwie beschleunigen. Wer ist denn unser Bauer? Der, Dunsmore. Lieber Dunsmore. Mach mal lieber die Solaranlage. Und dann kannst du hier Sachen anpflanzen, was ja auch wichtig ist, dass wir das dann mal machen. Weil wir haben jetzt nicht mehr so viele Rationen hier. Da hinten liegen noch welche rum. Wie auch immer die da hingekommen sind. Ich schalte die mal frei, nur sicherheitshalber. Weil früher oder später werden wir sie brauchen, aber das Anpflanzen hier, das wird bald notwendig sein. Hey, ich habe gesagt, mach die Solaranlage. Dann macht er das einfach nicht. Wieso läuft der eigentlich so langsam? Ach so, das ist, weil hier Geröll ist und hier
Hohes Gras, ja, verstehe. Da müssten wir quasi dann Wege bauen. Das wäre natürlich auch mal eine coole Sache, wenn wir hier sozusagen Verbindungswege schaffen würden. Das müsste ja eigentlich gehen über Böden. Möbel? Nee, Böden, Blödsinn. Böden findet man unter Böden. Wer hätte das gedacht? Betonplatten, oder überhaupt nur Beton, Beton. Da können wir ja eigentlich hier dann so Wege bauen. Das wäre doch mal eine coole Sache. So. Dann machen wir hier einen Zugang und hier einen Zugang. Sowas haben wir noch nie gemacht, aber eigentlich ist das vielleicht eine schlaue Idee, weil es die Gehgeschwindigkeiten dann ja doch beschleunigen wird, denke ich mal. Ja, ich denke das einfach mal. So, ich mache jetzt mal ein Turbo rein. Nahrung benötigt. Übrigens, wenn ja Nahrung benötigt wird, dann sollten wir gleich mal erstens dem Edward sagen, dass er kein Bauarbeiter ist. Okay, das geht nicht. Na gut, die Kochplatte brauchen wir aber früher oder später, weil so schnell werden wir jetzt keine Nahrung kriegen. Ein bisschen doof. Ich dachte eigentlich, na gut, es gibt hier 10-mal Überlebensrationen noch. Ich dachte eigentlich, dass da mehr Überlebensrationen da wären. Gut, also Metallsorgen haben wir fürs erste Mal, glaube ich, dann keine. Vor allem, da wir ja Metall echt nur für so technische Gerätschaften brauchen. Wo ist denn der Dunsmoor? Dunsi, wo bist du denn? Hallo? Bist du von der Kobra gefressen worden? Nee, der pflanzt hier wieder. Sag mal, willst du mich pflanzen? Du sollst das hier fertig bauen. So, dann holt er auch gleich mal hier das Metall. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und baut nicht weiter. Bauen, bauen. Du kannst das. Und schon powern die Maschinen hoch. So, machen wir wieder ein bisschen langsamer. Aber das Kabel fehlt doch. Okay, das ist ja ganz intelligent gelöst. Jetzt muss er wieder zurücklatschen durchs hohe Gras. Ich stelle mir gerade vor, wie der hier sich durchkämpft. So, Stromkabel. 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 Schnell. Und priorisiere, baue irgendwas an der Wand hier. Okay, dann macht er das auch gleich. Sehr schön. Okay, priorisiere Wand. Priorisiere. So, das da unten, da braucht er jetzt noch Metall, weil er ja den Draht drinnen legen muss. Was ich auch lustig finde, dass das jetzt wirklich so getrennt ist. Das heißt also auch, dass die unterschiedlichen Ressourcen immer wichtiger werden. Werden, sozusagen. So, dann macht er das mal hier. Und da hier hinten auch. Ja, jetzt lassen wir ihn mal einfach mal machen. So, dann bau das mal schnell. Ich will endlich Strom haben da drin, weil sonst haben die ja immer Angst. Ist so dunkel. Die Tür, da braucht er offenbar noch ein bisschen Holz dafür. Okay. So, mach die mal fertig, die Tür. Lieber Dunsi. Ist das eigentlich der gut bauen kann? Ja, 8 Konstruktionen. Der Wilkinson hat nur 7. Ah, und das baut jetzt der Wilkinson fertig. Ich will immer Wilkinson sagen. Jetzt müssten aber eigentlich. Na gut, jetzt. Ja, jetzt wird die Wattzahl immer geringer, weil die Sonne untergeht. Aber so langsam müsste dann eigentlich, ja, das mal Form annehmen. So, hier hinten machen wir vielleicht mal dann, da gießen wir einfach mal Beton rein, so. Tja, vielleicht mal kurz checken, ob unsere Leute seelisch soweit okay sind. Nahrung, super. Erholung, okay. Schmerzen, keine. Bewusstsein, okay. Das steht jetzt aber nicht. Wo steht denn das jetzt? Gedanken. Hier, die Stimmung ist super. Edward ist auch super drauf. Und wo ist unser Wilkerson? Ist auch super drauf. Das ist gut, dass das mal so beginnt. So habe ich es gern. Jetzt kannst du auch ein bisschen hier von mir aus ein bisschen Kartoffeln pflanzen. Der Dunsi ist da landwirtschaftlich ja eh am besten, oder? Landwirtschaft 5. Und er hat Landwirtschaft 3. Na gut, okay, das sollte passen. Ja, das wird schon irgendwie klappen.
Gut, planungstechnisch haben wir jetzt einiges hier gemacht. Wir haben hier dieses Gebäude angeschlossen, dann auch bald mit einer Betonplatte. Ich hoffe ja, dass das dann wirklich eine Verbesserung bringt, dieses Wegesystem. Wir werden hier dann einen Tisch haben, eine Kochplatte. Hier hinten müssen wir dann noch Zonen einzonieren. Das können wir eigentlich gleich machen, weil wir haben ja eh gerade nichts anderes zu tun. Eine Lagerzone. Erstmal hier eine für... nicht Woodfloor, Lagerzone, ja. Priorität bevorzugt und Ressourcen, Gegenstände, nein. Kleidung, nein. Körperteile, nein. Leichen. Erlaube begrabene Leichen, Menschenleichen, hä? Nee, besser nicht. Tierleichen würde ich jetzt hier aber erlauben, weil das wäre dann auch gleich das Vorratslager. Essenstechnisch jetzt. Ich überlege ja gerade. Moment mal. Es ist vielleicht nicht so schlecht. Hoppala, da kommt eine Meldung. Ah ja, eine Gruppe Reisender der Gora Luisa befinden sich auf der Durchreise. Und da hinten kommen sie nicht raus aus dem Eck, oder was? Doch, sie schaffen es. Gut, die werden uns nicht weiter behelligen, denke ich mal. Unsere Batterien werden sich dann, glaube ich, aufladen soweit. Das sollte klappen. Und ich denke gerade, dass wir vielleicht hier hinten... Moment, Baumenü. Und Befehle hier, dass wir hier vielleicht mal eine weitere Tür einbauen sollten. Zu wenig vorhanden. Gut, das sagt er immer, wenn es nicht in der Lagerzone liegt. Holzautotür. So. Weil dann können wir hier hinten auch einen Zugang schaffen. Dann können die Sachen halt schneller holen. Dann vergrößern wir vielleicht... Ach, Mann. So. Die Lagerzone sogar. Gleich mal. Aber erst nochmal Ressourcen. Da kommt nichts hin, was hergestellt ist. Und keine Rohstoffe. Da kommt nur Nahrung. Erlaubt organische Materialien, die angefangen haben zu verrotten. Weiß ich nicht. Ich lasse das jetzt mal. Begrabene Leichen würde ich jetzt auch nicht erlauben. Tierleichen, ja. Da kommt halt alles hin. Das ist quasi das Kühlhaus. Sagen wir mal so. Und vergrößern wollte ich es auch noch. Moment. Architekt. So, Architekt. Und Zone, Lagerzone. So klappt das ja, glaube ich. Da machen wir die einfach so. Und hier hinten... Moment, Zone, Lagerzone. Hier machen wir eine zweite große Lagerzone. Das ist dann das Lager für, in dem Fall nicht für Nahrung, aber für hergestellte Sachen, Stoff, Medizin, Patronen und so weiter. Bevorzugt. Rohstoffe würde ich jetzt nicht lagern, dafür wäre dann das Außenlager hier zuständig. Das hier. Und Leichen? Nee, keine Leichen, bitte. Körperteile, meinen die jetzt echte oder? Leber spielt eine wichtige Rolle im Körperstoffwechsel. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Waffen würde ich jetzt allerdings erlauben. So, Brocken aber nicht. Okay, lassen wir es mal so. Es gibt zwei neue Nachrichten. Ein Healer der Gora Luisa besucht die Kolonie. Er heißt Billa, sagt der Hausverstand. Zum Ort... springen. Der Billa. Der Billa kann jetzt im Rollkragenpullover gleich mal unsere Leute heilen. Sollten die krank sein, sind sie aber glaube ich nicht. Lustig, dass die den Billa genannt haben. Und das kennen wir schon. Ja, die Gruppe Reisender befindet sich auf der Durchreise. Wir werden jetzt unsere Reise auch mal kurz beenden. Es ist nämlich jetzt das Ende der Folge. Ich freue mich auf Kommentare von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo unsere Basis hoffentlich noch mehr Form annehmen wird. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.